Mutterseelen allein vor Gericht. Was um Gottes Willen erwartet den Arbeitnehmer? Hallo und herzlich willkommen, liebe Betriebsratsmitglieder. Der Gang vor Gericht ist für viele Arbeitnehmer mit Ängsten verbunden und mit Unsicherheiten. Was genau erwartet den Kläger, etwa wenn er sich gegen eine Kündigung wehrt? Das erfahren unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem im Seminar Arbeitsrecht Teil 3. Da, lieber Thomas, gehen wir nämlich einen ganzen Tag lang vor ein lokales Arbeitsgericht und schauen uns da den gerichtlichen Betrieb an. Thomas, du bist Rechtsanwalt aus Berlin, wie ich. Ja, und wir treffen uns immer beim Arbeitsgericht Berlin. Das musst du erklären, das ist in so einer Art Möbelhaus, gell? Naja, in so einer Art Möbelhaus. Hallo erstmal alle zusammen. ja, das Möbelhaus ist unmittelbar sozusagen angegliedert im gleichen großen Gebäude wie das Arbeitsgericht am Magdeburger Platz in Berlin-Schöneberg. Man geht gewissermaßen von der Kantine gleich in die Bettenabteilung. Ja, man glaubt es immer kaum, das nicht? Das Arbeitsgericht Berlin, das teilt sich die Kantine mit Möbel Hübner, und du siehst immer so die Anwälte, so die Auswärtigen aus München oder Nürnberg, die fragen immer, wo ist denn hier das Arbeitsgericht? Und ich sage immer, na da. Ja, und die so, ne, kann nicht sein, das ist ein scheiß Möbelhaus. Gleich noch ein bisschen Werbung gemacht. Thomas, wie ist das, wenn ich keinen Anwalt habe? Ja, denn viele Betriebsratsmitglieder sind Arbeitnehmer, vielleicht nicht so gerichtserfahren wie du. Kann ich auch einfach in das Arbeitsgericht Berlin reinlaufen und da rufen Urkundsbeamter her, ich will hier Klage erheben? Kannst du. Der Urkundsbeamte würde sich dann wohl bei der Rechtsantragstelle finden lassen, und die Mitarbeiter an der Pforte sind da hilfsbereit und weisen dann auch gleich darauf hin, wo sich dann die Rechtsantragstelle befindet. Niklas, ich muss das so sagen, weil ich sage immer, ich bin Anwalt. Ich war noch nie in der Rechtsantragstelle. Die würden mich nämlich fragen, ob ich mich verlaufen hätte. Ne? Ja. Also deshalb kann ich jetzt nicht näher beschreiben, wie es drin aussieht. Anders sieht es natürlich beim Anwaltszimmer aus. Aber die Rechtsantragstelle habe ich ehrlich gesagt noch nie betreten. Deswegen sagen wir es ja auch ungern, aber ich brauche keinen Anwalt oder keine Anwältin, um Klage einzulegen. Betriebsrat heute, der Podcast der BAF. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Beim Arbeitsgericht in der ersten Instanz besteht kein Anwaltszwang. Das heißt also, ihr könnt theoretisch und auch praktisch, um bei unserem Beispiel zu bleiben, Kündigungsschutzklage selbst erheben. Wenn ihr die nicht schreibt, dann gebt ihr die sozusagen zur Niederschrift. Mhm. Ich habe das mal gesehen. In Leipzig liegen beispielsweise Formblätter aus, man also ausfüllen kann. Dahingehend wird man dann auch recht zuverlässig angeleitet. Könnte man in der Tat auch selbst Kündigungsschutzklage erheben. Du weißt, warum das wichtig ist. Wir haben ja die Frist von 3 Wochen ab Zugang. 21 Kalendertage nur. Richtig. Ne? Ab dem Tag, ab dem ich die Kündigung, ich sag mal auf Deutsch gesagt, in der Hand halte, geht diese Frist also los. Dann ist nämlich die Kündigung zugegangen, und innerhalb von 3 Wochen, wie sagt das Bundesarbeitsgericht so schön, muss ich irgendwie klar gemacht haben, dass ich die Beendigung meines Arbeitsverhältnisses nicht akzeptiere. Mhm. Das reicht im Wesentlichen. Was nehme ich mit an Unterlagen, wenn ich jetzt vor Ort, die Fälle sind jetzt nicht sehr häufig, aber wenn ich da Klage erheben wollte, doch sicher das Kündigungsschreiben. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, das würde ich ganz dringend empfehlen. Es hat mal einen Fall gegeben, hat das Bundesarbeitsgericht 2008 entschieden. Ein Kollege aus unseren Reihen, der war in einer Partnerschaftsgesellschaft, einer eingetragenen, beschäftigt und verklagte dann die Partner, und zwar, wie sagt man so schön, gesamtschuldnerisch, nicht? Also den A, den B, den C. Er hätte aber die eigenen. Genau, die ganze Bande. Er hätte aber tatsächlich die eingetragene Partnerschaftsgesellschaft verklagen müssen. Ja. Das heißt, das wäre an sich der falsche Beklagte gewesen, oder die wären die falschen Beklagten gewesen. Jetzt muss man allerdings sehen, hat doch der Kollege tatsächlich das Kündigungsschreiben beigefügt. Und aufgrund dieses Kündigungsschreibens, was er rechtzeitig innerhalb dieser kurzen 3-Wochen-Frist dazugepackt hat, konnte das Gericht sozusagen eine eigenständige Berichtigung des Klageantrags vornehmen und hat gesagt, naja, wir haben ja das Kündigungsschreiben, daraus geht hervor, dass es die eingetragene Partnerschaftsgesellschaft war, die die Kündigung hier ausgereicht hat, und so hatten wir dann den
richtigen Beklagten. Das heißt also, egal wie viele Betriebsübergänge oder was auch immer da vorher stattgefunden haben, wenn ich das Kündigungsschreiben dabei habe, das kann doch nur der richtige Klagegegner sein, der oder diejenige, der oder die die Kündigung ausgesprochen hat. Arbeitsvertrag würde auch nicht schaden, wenn ja, ich den mit habe. Ja, würde nicht schaden, aber ganz ehrlich, wenn ich es auf das ganz Wesentliche reduziere, wenn ich eine Kündigungsschutzklage, ich sage jetzt einfach mal auf einem Blatt Papier handschriftlich, ich hoffe leserlich im Gegensatz zu meiner Schrift. E-Mail geht nicht, ne? E-Mail geht nicht. Warum? Schriftlich. Mhm. Original unterschrieben. Ne? Also qualifizierte elektronische Signatur lassen wir mal weg, weil nicht jeder hat ein Anwaltspostfach, so wie wir. Wir müssen die ja elektronisch einreichen. Mhm. Aber der nicht anwaltliche Mitbürger kann das also tatsächlich dann eben auch auf einem Blatt Papier machen. Und er kann zum Beispiel auch einfach schreiben, der anliegenden Kündigung möchte ich widersprechen. Mhm. Unterschrift, ganz wichtig. Es muss auch klar sein, wer die Klage erhoben hat. Das Kündigungsschreiben dran, das war's. Und das muss mein echter Name sein, nicht Schnucki82 Nein, oder so? Nein, keine Kosenamen oder Alliterationen oder was auch immer. Ne? So, jetzt bin ich, lieber Thomas, ich bin jetzt kein Anwalt. Ich bin selbst der Kläger. Ich vertrete mich selbst. Ja. Das Arbeitsgericht setzt erstmal an. Einen sogenannten Gütetermin. Also wir sind jetzt im ersten Termin, da werde ich ja dann geladen, nachdem ich die Kündigungsschutzklage eingereicht habe. Ja. Ich sag mal so, meiner Erfahrung nach mittlerweile unter 4 bis 6 Wochen danach nichts zu machen wegen der notorischen Überlastung der Gerichte. Das waren mal 2 Wochen, als ich vor 25 Jahren angefangen habe. Das wird aber heute kaum noch denkbar sein. Also der Gütetermin, den Niklas da anspricht, wie gesagt, 4 bis 6 Wochen nach Eingang der Kündigungsschutzklage ist so meine Erfahrung, wenn ich mal einen deutschlandweiten Durchschnitt bilden darf, und auch in Berlin geht das nicht schneller derzeit. Und da muss ich ehrlich sagen, ne, man muss vielleicht nicht gleich noch in Urlaub fahren, aber man hat noch ein bisschen Zeit, bis man dann also zum Gericht geladen wird, wie man so schön sagt. Und dann findet eben jener erste Termin, in dem sich die Parteien doch versuchen sollten, gütlich zu einigen. Jetzt passt mir der Termin nicht. Ja. Kann ich denn jetzt, ich habe andere Termine, möglicherweise habe ich schon einen anderen Job, ich muss mich ja auch bemühen um eine Anschlussbeschäftigung. Kann ich jetzt mit dem Gericht, wenn ich keinen Anwalt habe, direkt kommunizieren, rufe ich die Richterin an? Kann das machen. Ja. Nun ist man bei uns Anwälten da durchaus auch mal großzügig, meiner eigenen Erfahrung nach. Das liegt einfach daran, dass ich doch hin und wieder mal eine Schulung gebe und vielleicht deshalb einen Gerichtstermin nicht so wahrnehmen kann, wie das Gericht das gerne hätte. Ja. Insofern ist man da durchaus meiner Erfahrung nach bereit, einen Termin einmal und zu verschieben. Und dem Kläger gegenüber, wenn der gar nicht anwaltlich vertreten ist, wie sieht es da aus? Ja, nu, der kann ja da anrufen, der kann das dann probieren. Mhm. Ich sagte nur, bei Anwälten ist man da mal großzügig. Ich gehe davon aus, dass auch der Privatkläger, so nenne ich den jetzt mal, den Nichtanwaltlichen, da um eine Terminverschiebung bitten kann, wenn das funktioniert. Das hängt tatsächlich vom Gericht ab. Ja. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, denn ja, man sollte schon erscheinen, weil ansonsten könnte Urteil gegen einen selbst ergehen und das wäre nicht so günstig. Ja. Ne? Nach Aktenlage, dann... wird am Ende vielleicht teuer. Ne? Ja. Jetzt laufe ich in das Arbeitsgericht Berlin rein. Da gibt es ja sicher so eine Art Einlasskontrolle. Sehr streng ist die nicht in Berlin. Nicht so richtig. Ich finde meinen Sitzungssaal, vor mir sitzt das Gericht, aber das Gericht besteht jetzt erstmal nur aus einer Person. Ja. Nämlich dem Berufsrichter. Hier gibt es noch keine ehrenamtlichen Richterinnen oder Richter. Ja. Ist ja eigentlich alles öffentlich. Das heißt, ich könnte meine Mutter mitbringen, es meine Ex-Freundin. Alles öffentlich. Die dürfen sich ruhig hinten in die Reihen setzen. Ja. Aber ich betone immer, ne, zugucken, nicht mitmachen. Mhm. Das wäre ganz gut, wenn man sich da also dann auch, naja, ich sag's mal, still verhält. Was erwartet mich jetzt? Ja, du meinst also, wir sitzen jetzt da, der Vorsitzende als Einzelrichter führt sozusagen in den Streit ein. Naja, es geht um eine Kündigung. Mhm. Ich kenne es so, dass die Arbeitgeberseite in der Regel zunächst mal gefragt wird, nicht? Dahingehend, ist denn eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht vielleicht doch denkbar? Nein, denn die haben ja gekündigt, ne? Ja. Die haben ja praktisch den Streitstand, wenn du so willst, verursacht. Jetzt müssen die Kündigung dann auch rechtfertigen. Aber es geht erstmal nicht sehr ins rechtliche Detail. Gar oder? Nicht mal. Ich sag ja, ne, ist eine Fortsetzung denkbar? Dann kommt in der Regel sofort ein Nein, bevor der Richter die Frage beendet hat. Nur über meine kalte Leiche. Ja.
nehme ich den zurück. Ja, so knallhart wollte ich das jetzt nicht formulieren, aber das könnte man tatsächlich so sagen. Ja, ist in der Regel jedenfalls mit zu rechnen. Und dann im nächsten Schritt würde dann das Gericht notorisch fast fragen, ist denn ein Vergleich denkbar? Ja, aber was sage ich jetzt? Darf das Gericht mich was fragen? Wie spreche ich überhaupt den Richter an? Ehren doch, oder? Man sagt doch immer, also, euer Ehren. Also Niklas, du guckst zu viel amerikanische Filme, wie auch immer. Also ich sag's mal, Herr Vorsitzender wäre super. So machen wir das ja immer. Ich kann den Richter aber auch beim Nachnamen ansprechen. Das ginge auch. Bitte nicht alle Titel oder so. Der weiß am Ende nicht mehr, wie er heißt. Und es gibt auch einen gewissen Ost-West-Unterschied. Im Westen heißt es Herr Vorsitzender oder immer häufiger Frau Vorsitzende. Ja, natürlich. Im tiefen Osten immer noch gerne Herr Richter oder Frau Richterin. Also ich sag's und mit Nachnamen. Es ist an mir tatsächlich vorbeigegangen. Ich sage immer Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender. Sag ich ganz ehrlich. Ist mir auch jetzt bis jetzt noch nicht auf die Füße gefallen. Aber nehme ich mal so zur Kenntnis. Was sage ich jetzt? Ja, mein Lieber. Was ich jetzt sage, ja, ich sage erstmal, warum ich meine, dass die Kündigung vielleicht eben doch nicht okay war, dass ich mich vielleicht ungerecht behandelt fühle. Ich muss das gar nicht alles, wie das beispielsweise eine anwaltliche Vertretung da in Schriftsätzen irgendwann mal vorträgt, nicht machen, sondern ich kann schlicht und ergreifend dem Gericht, wenn es mir das Wort erteilt, ich meine damit die Vorsitzende Richterin, den Vorsitzenden Richter, kann ich erstmal erzählen, was ich denn so von der Kündigung halte und dass ich mich in jedem Falle dagegen wehren möchte. Die Richterin oder der Richter ist ja bislang noch nicht wirklich im Bilde. Es sind noch keine großen Schriftsätze da ausgetauscht worden. Sie wissen gar nicht, worum es geht, weil man ja eine Kündigungsschutzklage gar nicht begründen muss. Ja. Das ist ja wichtig. Ne? Aber lieber Thomas, wie ist das dann? Also nehmen wir jetzt mal an, das ist eine verhaltensbedingte Kündigung. Ja. Ne? Also möglicherweise weiß ich das ja gar nicht als Pfleger. Ne? Ja, natürlich. Und dann könnte ich doch jetzt sowas sagen wie, das stimmt so gar nicht. Das ist richtig. Der Arbeitgeber meint, ich sei immer zu spät gekommen. Genau. Zwar war ich mal spät, aber das hat sich bei uns so eingebürgert. Mhm. Alle kommen da sozusagen ein bisschen zu spät und so spät war es auch gar nicht. Mhm. Und ich könnte jetzt in tatsächlicher Hinsicht und wenn ich irgendwas weiß, auch in rechtlicher Hinsicht, bereits im Gütetermin etwas vortragen, oder? Aber ich muss es nicht. Ich muss es nicht, weil der Gütetermin, der dient ja vor allem nicht nochmal dazu, dass wir vielleicht gucken, kommen wir hier einvernehmlich vom Hof. Mhm. Wenn wir einen Vergleich machen, ist der Rechtsstreit beendet. Jedenfalls grundsätzlich. Jetzt kann ich mit Widerrufsmöglichkeiten kommen und dergleichen. Das lassen wir aber jetzt mal. Vergleich ist ein Vertrag, der vor Gericht geschlossen wird. Vergleich ist, wie ich immer sage, der Aufhebungsvertrag unter gerichtlicher Aufsicht. Mhm. Das fände ich jedenfalls, macht es deutlich. Ist der immer günstig oder kann es auch sinnvoll sein, als Arbeitnehmer zu sagen, also hohes Gericht, das ist sehr respektvoll, das darf man auch sagen. Das darf man. Ich will diesen Vergleich nicht annehmen. Ich möchte gerne weiter verhandeln. Die Anwälte sagen immer, ich will einen Kammertermin. Ja, der dann um die 4 Monate später stattfindet, wenn man sich nicht einigen kann. Ich sage immer, wenn du was nicht verstehst, dann unterschreib es auch nicht. Schlaf mindestens mal eine Nacht drüber und du kannst... Auch wenn der Richter dich da unter Druck setzt. Um ne? Gottes Willen, ein Vergleich unterliegt dem Vorbehalt der Freiwilligkeit, wie man immer so schön sagt. Und das würde ich auch tatsächlich in allerletzter Konsequenz so sehen. Also ich habe das schon mehrfach gehabt, jetzt nur so auch aus meiner persönlichen Praxis. Ach, Herr Rechtsanwalt, jetzt geben Sie sich doch einen Ruck. Ich kann mir keinen Ruck geben, wenn das nachteilig für meinen Mandanten ist. Und wenn der jetzt gerade nicht da ist, dann muss ich das vielleicht auch mal mit dem besprechen. Jetzt könnte ich doch als nicht-anwaltlicher Kläger in einem Gerichtstermin sagen, wissen Sie, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so genau verstanden und ich würde mich dann doch lieber vielleicht anwaltlich vertreten lassen. Ich mache das hier heute nicht. Warum? Im Vergleich kann ich in jeder Lage des Verfahrens machen. Ja. Das heißt, ich bin überhaupt nicht gehalten und gezwungen, an diesem Tag X in 5 Minuten irgendwas zu vereinbaren, was ich vielleicht am Ende gar nicht wollte. Guck mal, da kommt nicht nur dahingehend der Kollege, Mensch, du hast ja überhaupt nicht an die Urlaubsabgeltung gedacht, du kriegst doch noch Geld, wenn du Urlaub nicht genommen hast, weil das Arbeitsverhältnis beendet ist, das kannst du nämlich nach dem Bundesurlaubsgesetz, hast du jetzt vergessen? Ja, wenn du es vergessen hast, das Ding ist durch. Ne? Nehmen wir an, das ist eine betriebsbedingte Kündigung. Ja, also mit meinem Verhalten stimmt da alles, aber der Arbeitgeber trägt jetzt vielleicht im Gütetermin erstmals etwas näher vor, dass er mich schlicht nicht mehr braucht. Ja.
dann könnte ich vortragen, naja, also viele Leute müssen jetzt vielleicht gehen, aber schau dir den Thomas an, der hat irgendwie 0 Kinder, ich habe 249 Kinder. Ja. Ich halte mich für schutzwürdiger sozial als mein Kollege. Das würde das Gericht in dem Fall wohl auch so sehen, ja. Und da darf ich dem Gericht so Vorschläge. Kannst du machen. Ja, das kannst du machen. Du musst jetzt nicht unbedingt jemand anders an den Haken hängen, aber du kannst sagen, dass diese Sozialauswahl, in der du da gerade bist, ne, ich muss immer den nehmen, den es am wenigsten trifft, von denjenigen, die für eine Kündigung vorgesehen waren. Das jedenfalls ist die Pflicht des Arbeitgebers, wenn es denn um diese Rechtfertigung einer sogenannten betriebsbedingten Kündigung geht. Ne? Wie ist es bei einer krankheitsbedingten? Der Arbeitgeber sagt, oh, du bist so lange krank gewesen, kann ich dann schon im Gütetermin sowas vortragen wie, naja, ich war zwar lange krank, aber du hast auch nichts getan, um mich zu retten, du hast mich nicht eingeladen, etwa zu einem BEM? Würde das bereits die Aufmerksamkeit des Gerichts erregen? Oder sind das jetzt so Details, die im Gütetermin noch nichts zu suchen haben, nach deiner Erfahrung? Das könnte tatsächlich eine Rolle spielen. Und wahrscheinlich wird dann das Gericht klarstellen, Herr Beklagter, Arbeitgeber, Sie müssten uns dann aber, wenn wir uns heute nicht einigen können, schon mal vortragen, dass Sie keinen sogenannten leidensgerechten Arbeitsplatz hatten. Denn dann wäre meiner Kenntnis nach, jedenfalls der Niklas ist der Spezialist für sowas, deshalb sage ich das, meiner Kenntnis nach ein betriebliches Eingliederungsmanagement obsolet. Ja, wenn ich keinen leidensgerechten Arbeitsplatz habe, dann kann ich erstmal auch keinen anbieten im Grundsatz. Aber dahingehend müsste man dann noch ein bisschen vortragen. Das wird man ja in jedem Falle sagen können. Und dann würde sozusagen der Arbeitgeber Hausaufgaben kriegen für den Kammertermin, wenn wir uns nicht verständigen, um seine Kündigung zu rechtfertigen. Also Hausaufgaben ist das Stichwort. Ich erlebe es immer wieder, ist gar nicht so ganz häufig, dass Kläger sich selbst vertreten, aber wenn das geschieht, tut es mir manchmal leid, dann bringen die eine dicke Aktentasche mit manchmal, mit irgendwelchen Unterlagen darin und sagen dann sowas wie hohes Gericht, die folgenden Beweisstücke werden sie um den Verstand bringen. Ja. Der Gütetermin ist jetzt keine Beweisaufnahme oder so. Nein, um Gottes Willen. Das würde dann in einem Anschlusstermin, nämlich im Kammertermin vorgenommen werden. Das wäre viel zu viel. Thomas, wie lang ist so ein Gütetermin? Ist doch auch so ein Gütetermin, so meiner Erfahrung nach, so halbe Stunde. Ja. Also ich würde mal wirklich sagen, also wenn es länger dauert, ja, wir müssen noch mal raus aus dem Flur, dann machen wir die nächste Sache und vielleicht können sie sich ja heute doch einigen, dann kommen sie danach noch mal rein. Das könnte natürlich sein, aber ich würde mal sagen, eine halbe Stunde mehr. Also jeder kann mal das Maul aufmachen und dann ist gut. Das kannst du im Prinzip so sagen, ja. Gibt es irgendwas, was ich auf keinen Fall sagen darf, nicht tun sollte? Gibt es sowas wie Benimmregeln für den Kläger, der sich selbst vertritt? Und wichtiger vielleicht noch, auch für unsere Teilnehmer, die ja mit uns in Arbeitsrecht Teil 3 das Arbeitsgericht besuchen, gibt es sowas wie eine Knigge für den Gerichtsbesucher? Also das allererste Mal nochmal für den nicht anwaltlichen Kläger. Ich glaube, das war ja die erste Frage. Das sollte man jetzt vielleicht auch mal sagen. Bitte niemals, gar nie nicht eine Vorsitzende Richterin, einen Vorsitzenden Richter unterbrechen. Also ich erlebe das immer wieder sogar von Kolleginnen und Kollegen und ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einer davon. Ach du Schande. Also wir haben einander noch nie gegenüber gesessen beim Arbeitsgericht. Ja gut, all die, weil wir wahrscheinlich beide eher die Arbeitnehmerseite vertreten, das wäre doch ein wenig, da hast du vollkommen recht. Nein, mal ganz ehrlich, ne? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich bis jetzt in Kursen erleben durften, ich gehe davon aus, die meisten haben meines Eindrucks nach, haben sie wirklich Benehmen, die würden das unter Umständen eh nicht so machen, aber bitte, ne? Nicht unterbrechen und wenn wir jetzt gleich überleiten, wie habe ich mich als Zuschauer zu verhalten? Ja, ich muss hier hinten nicht irgendwelche privaten Angelegenheiten diskutieren, auch in der Lautstärke, die Verhandlung da vorne stört, mit dem Nachbarn oder aber irgendwas besprechen, was da vorne gerade verhandelt wird. Man sollte also die Verhandlung nicht stören und ich sag nochmal, zugucken, aber nicht mitmachen, hat mal ein Berliner Richter gesagt zu einem Zuschauer in der Verhandlung, da musste ich dann auch ein bisschen schmunzeln. Nebenbei bemerkt, da war ich nicht der Einzige, aber irgendwo, ne, da geht natürlich aber nicht. Thomas, wie ist das, wenn ich bin jetzt Betriebsratsmitglied und als Betriebsratsmitglied begleite ich dich so in eine Verhandlung und auf einmal fällt mir ein,
das, was der Arbeitgeber oder sein Vertreter hier vorträgt, das stimmt gar nicht, das gilt nicht. Oder wie wir in Berlin sagen, das giltet nicht. Dann kann ich doch sicher so reinrufen, nein. BAG hat das 1982 anders entschieden. Also gleich nein. Ja. Nochmal, zugucken, ja, alles andere nein. Aber in den Fernsehgerichten sieht man es doch immer so. Jetzt ist Zeit, dass einer mal die Wahrheit sagt hier. Und dann geht's los. Ich habe immer gedacht, dass ich mehr fernsehe als alle anderen, aber ich habe hier einen würdigen Konkurrenten gefunden, wenn ich das richtig erkenne. Im Ernst, nein. Ich sag's mal so, man leitet hier nicht die Verhandlung, sondern das macht das Gericht und vor dem Hintergrund sollte man sich da zurückhalten. Also meine Rechtsansicht als Besucher des Gerichts interessiert nicht wirklich. Wir sind nicht auf dem Marktplatz, wir sind bei Gericht. Du sagst nicht, das so, Thomas. Ne, wenn den Leuten auf dem Marktplatz nicht so nahe treten, aber das ist nun mal so. Das würde ich jetzt ganz. Also ich sage meinen Teilnehmern immer, ich freue mich auf den Gerichtstermin. Mhm. Es gibt im Grunde überhaupt keine Regeln, außer eine. Es wird nicht gegessen. Und die WRF packt seit 14 Jahren den Teilnehmern immer so eine kleine Lunchbox. Dann knittert irgendjemand mit seinem Snickers-Papier und du beißt so herzhaft in den Apfel. Ja. Und das sollte man, glaube ich, vermeiden. Also, was im Kino erlaubt ist, aber alle anderen stört, das sollte man bei Gericht unterlassen, weil da ist es nicht erlaubt. Um es mal ganz klar zu sagen, nein. Und nebenbei bemerkt, wenn du jetzt schon das Essen ansprichst, die Handys, sollte man die mitnehmen dürfen, werden bitte ausgeschaltet. Und die Handys werden auch nicht genommen, um irgendwelche Fotos oder so zu schießen. Wir haben ja ein GVG, ein Gerichtsverfahrensgesetz. Und bei uns sind Bild- und Tonaufzeichnungen nach wie vor unzulässig. Wir sind nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bei uns gibt es vielleicht Fernsehsendungen mit Gerichtsverhandlungen, aber keine Live-Übertragungen. Weiß ich nicht, vielleicht kommt es ja irgendwann mal. Ich glaube, die würden sich einer Quote erfreuen, die durchaus erklecklich wäre. Aber jetzt mal ernsthaft, keine Aufzeichnungen dahingehend. Die Handys bleiben in der Tasche und nebenbei bemerkt, bitte ausmachen. Also lautlos und hier nicht da rein und rauslaufen, um Telefonate entgegenzuhalten. Bitte nicht. Thomas, du hast mich gerade husten gehört. Was ist, wenn ich einen Hustenanfall habe mitten im Gericht? Gehe ich dann raus, sage ich also Entschuldigung, euer Ehren? Ich würde nicht Entschuldigung sagen, wenn du Partei bist und da vorne sitzt, natürlich könnte man das tun. Als Zuschauer würde ich da jetzt nicht gesondert darauf hinweisen, sondern ich würde einfach den Raum verlassen in aller Stille und dann vielleicht in aller Stille wieder reinkommen, nicht großartig anklopfen, die verhandeln da vorne, einfach nur still und leise wieder hinsetzen und dann ist es gut. Wo hänge ich meine 27 Jacken auf? Das ist in Berlin ja gar nicht so einfach, das sind relativ kleine Zimmerchen, die Sitzungssäle. Ich sag dir eins, es gibt Gerichtssäle, die haben einen Kleiderständer, es gibt Gerichtssäle, die haben aus irgendwelchen Gründen irgendwie keinen. Ja, den nehme ich mit und legst du mir hinten über den Stuhl. Also 27 Sachen würde ich nicht mitnehmen, also so viel Platz haben die da nicht. Und darf ich als Besucher so eine Art Richterhopping machen? So, ich gehe so von Sitzungssaal 1 Super. Beim Arbeitsgericht sind sämtliche Verhandlungen öffentlich. Es gibt keine nicht öffentlichen Verhandlungen beim Arbeitsgericht. Und vor dem Hintergrund bitte, wer mag, der kann sich durchaus mal einen Vormittag beim Arbeitsgericht machen und sich sagen, ach ja, komm, es gibt eben Dinge, die mache ich jeden Tag, ob ich einkaufen gehe, wenn ich frei habe, ob ich mir mal ausnahmsweise was im Fernsehen angucke, wie der Kollege Pastille oder der Kollege Schwerbel, das ist eine andere Geschichte, mal im Ernst. Also da tobt das Leben, da kann man also durchaus die ein oder andere Gerichtsverhandlung verfolgen. Nur wäre ganz schön, wenn man immer so einen Termin abwartet und nicht mitten in den Termin da einfach holter die Polter, ich meine auch richtig schön laut. Gibt's häufig. Ich weiß und genau deshalb sage ich das. Ja. Ich wundere mich da immer wieder drüber. Ich würde fast sagen, wir rennen doch hier offene Türen ein, weil ich gehe doch davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das wissen, wie man sich benimmt. Thomas Sperbel, du bist eine echte, jeder weiß das, eine echte anwaltliche Koryphäe. Du bist gut im Geschäft, nicht nur in Berlin, sondern weit über die Grenzen dieser zugegeben großen Stadt hinaus. Du hast Mandantinnen und Mandanten einfach überall. Wie akquirierst du die? Ist das so, dass ich jetzt als Teilnehmer einer solchen Verhandlung oder als Besucher, ich erlebe da, wie du da anwaltlich auftrittst, ist das angemessen? Könnte ich dich jetzt so ansprechen und sagen Sie mal, Herr Rechtsanwalt, das haben Sie super gemacht, ich habe da mal ein eigenes Problem oder ich frage für einen Freund und können Sie mir nicht einen Termin geben in Ihrer Kanzlei? Ist das, kann man
die Anwälte ansprechen? Nun, also das kommt auf den Anwalt an. Also ich sag's mal so, wenn ich draußen auf dem Gerichtsflur gefragt werde, ich könnte vielleicht, bin zeitlich da manchmal ein bisschen angespannt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil du so viele Mandanten hast. Ja, ich könnte vielleicht auf die Idee kommen, zwar sagen Sie mir kurz, worum es geht. Wenn das taugt, wenn das passt, muss ich sagen, schreiben Sie eine E-Mail, hier ist meine Visitenkarte. Die hast du immer dabei, ne? Die habe ich immer dabei. Ja. Und in der Tat, es gibt viele Teilnehmer, die sagen, hier kann gar nicht das Arbeitsgericht sein, hier ist ein verdammter Möbelmarkt. Und da steht auch richtig drüber, so Möbel Hübner, tolle Preise oder sowas. Ne? Und unten ganz klein steht, hier ist das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Den Eingang findet man auch noch. Das muss man dazu sagen. Häufig sieht man auch Justizangestellte rauchen vor dem Eingang. Dann und hört man nicht schon nur Justizangestellte stehen da. Thomas, nein, wer steht da noch? Oh, da stehen auch durchaus Kolleginnen und Kollegen. Sieht man hin und wieder an den schwarzen Roben, die dann über die Arme hängen, den Aktentaschen. Mhm. Und daran, dass das besonders nette Leute sind. Und wer steht da noch? Nun, da könnten auch nicht anwaltliche Privatpersonen stehen. Ohne Arbeitsvertrag da in der Regel. Da könnten auch Leute stehen, die sich so, ich sag's mal, Besuchergruppen, die aus Schulen kommen und dergleichen. Das gibt's alles. Ne? Und wer steht da noch? Ja, wie, nein, komm jetzt, das kannst du gerne sagen. Magdeburger Platz 1, Kurfürstenstraße in Berlin. Ja. Bitte, das ist kein Geheimnis, wir reden hier nicht vom Kurfürstendamm. Ja. Wir reden hier von Schöneberg, eigentlich ein schöner bürgerlicher Bezirk. Ja, 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 für solche Dinge bist du zuständig, aber Niklas. Aber was viele Nicht-Berliner nicht wissen, viele Besucher in der Stadt ist das unbekannt. Ja. Traditionell Berlins ältester Straßenstrich, man muss es offen so sagen, direkt vor dem Arbeitsgericht Berlin. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Fragen Sie den Spezialisten, hier hören wir es wieder, ich gehöre zu den Leuten, die... Du bist zugezogen, ne? Du bist gar kein echter Berliner. Ich bin zugezogen, ich wohne da erst seit 17 Jahren, das ist richtig. Also eigentlich eine schöne Gegend. Bisschen zeitweise heruntergekommen, viel Armut drumherum, muss man sagen. Ja, nun. Und da will man ja meinen, dass dann bei einem staatlichen Gericht die Eingangskontrolle, Einlasskontrolle, wie immer man das nennen mag, besonders scharf ist. Ist das so, Thomas? Also ich kann das für das Arbeitsgericht Berlin nicht unbedingt bestätigen. Also ich kenne das hier aus München, Schwabing etwas anders. Also sind die Kontrollen ein bisschen schärfer. In Dresden beispielsweise auch. Ja. Ich sage jetzt einfach in Berlin, ja, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja. Also genau. es ist im Prinzip nicht so dramatisch. Vielleicht sagt man noch guten Tag. Und wenn man wissen will, wo geht's hin? Ja. Mein Lieber, was macht man dann? Ja, man schaut sich dann um, gibt es hier irgendwie ein Screen oder so? Gibt's auch nicht. Selten, um es mal ganz vorsichtig man könnte fragen, das wäre jetzt so. Ja, der Berliner ist schon freundlich, wie du weißt, er ist halt so ein bisschen herzlich, so ein bisschen direkt. Wie man in den Wald reinruft, das, die Erfahrung habe ich gemacht. Ja. Also ich möchte hier, ich schimpfe ja immer viel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also... Berliner können ganz schön freundlich sein, wenn man nett fragt. Ja, dann kriegt das stimmt. Man auch nette Antworten. Das stimmt. Und sie sind nicht hintenrum so, ne? Sie sagen ja klar, was sie meinen. Klar, was sie meinen. Aber es ging mir wie dir. Ich laufe da so ins Arbeitsgericht Berlin. Ich bin ja gebürtiger Berliner, aber ich hatte in Freiburg studiert, war bei zahlreichen anderen Arbeitsgerichten. Und da ist es oft so, dass du im Eingangsbereich erstmal dich möglicherweise sogar ausweisen musst. Ausweisen, anstellen. Und ich stehe in diesem Arbeitsgericht Berlin und schaue so fragend da den Pförtner an, der so, ja, brauchen Sie eine extra Einladung? Kommen Sie rin? Ja, oder sind Sie gar kein Anwalt? Das ist so typisch Berlin. Ist berlinisch, wenn ich das mal so sagen darf. Nee, es ist tatsächlich nicht ganz unwichtig, wenn man über diese Eingangskontrollen spricht. Es gibt Gerichte, da kannst du also tatsächlich dein Handy abliefern. Ja. Wenn es zu viel sind, weiß ich nicht, so große Vorratsräume haben sie dann nicht. Aber in Berlin kannst du eigentlich einfach reingehen. Da würde ich nur empfehlen, das Ding ausstellen. Ja. Oder zumindest wirklich sicher auf leise, weil das sollte in der Verhandlung auch sein. Das haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal angesprochen. Also das sind ganz sicher Benimmregeln, die jeder Zuschauer, selbstverständlich auch die Partei, wenn ich da also nicht anwaltlich als Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber klage, also bitte Handy im Zweifel aus. Ja. Also das würde ich dringend empfehlen. Jetzt habe ich den Weg ins Arbeitsgericht gefunden. Ja. Jetzt suche ich nach meinem Sitzungssaal. Ja. Ja. Das sind ja in Berlin relativ viele. Ja. Ja. Bitte das Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht sozusagen zusammengelegt. Ja. Ne? Ach, Flo, Landesarbeitsgericht ist ein Stock höher. So. Ich sage das auch immer, wenn wir hier beim Arbeitsgericht nicht klarkommen,
kommen, ne, dann gehe ich ja so einen Flur höher. Ja. Was ist denn, wenn ich zu spät bin, so als Kläger? Ist dann alles verloren oder kann ich versuchen, da noch was mit zu reißen mit dem Handy auf dem Hinweg da? Oder? Ich würde empfehlen, wirklich anrufen, wenn ich zu spät bin. Und zwar die Nummer mit Durchwahl, die müsste sich auf der Ladung befinden, denn ohne Ladung habe ich keinen Termin. Ne? Ja. Ich kriege also vom Gericht ein Schreiben, nachdem ich da Klage eingereicht habe. Und sollte ich mich verspäten, es gibt ja so unerwartete Ereignisse wie einen Verkehrsstau, auch in Berlin. Kleiner Spaß am Rande hier an der Stelle. Aber ganz dringend vorher anrufen, weil ansonsten könnte tatsächlich bereits im ersten Gütetermin, der eigentlich nur Möglichkeit der Einigung zwischen den Parteien hier mit Blick auf den Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs dienen soll. Aber es haben beide Seiten einen Antrag gestellt. Ja, der Arbeitnehmer hat beantragt, das ist festzustellen, dass die Kündigung vom das Arbeitsverhältnis nicht aufgelöst hat. Ne? Sondern fortbesteht? Ja, das könnte man, Schleppnetzantrag, das könnte man dann tatsächlich machen. Die Arbeitgeberseite wird wohl beantragt haben, die Klage abzuweisen. Mhm. Ja, und wenn ich nicht da bin, dann entscheidet das Gericht ohne mich. Ne? Und ist, das ist dann alles verloren? Ist dann die ganze Messe gesungen oder kann ich dann nachträglich noch sagen, ja Kinder, ich war zu spät, tut mir leid, aber... Das ist ein Versäumnisurteil und dann müsste ich wohl Einspruch gegen dieses Versäumnisurteil kostet einlegen. Kostet was, aber geht, ne? Ja, richtig, geht. Ne? Dann nimmt man dann, wie gesagt, Einspruch und dann müsste ich die Aufhebung des Versäumnisurteils beantragen. Ja. Aber eine gute Nachricht insofern, ne? Wir sprechen hier so über den Wortlaut der Klageanträge. Ja. Gerichte legen Klageanträge aus. Und wenn der Arbeitnehmer, Kläger da alleine sitzt ohne Anwalt. Ich kann der Kündigung widersprechen. Ein Gericht würde wahrscheinlich auf die Idee kommen, das ist eine Kündigungsschutzklage. Das legen wir aus. Das ist so zu verstehen, wie es, ich sag's mal so, wie sagt man so schön nach der Verkehrsauffassung, nicht? Ja, Empfängerhorizont, wie es im Endeffekt gemeint ist. Und so könnte man dann auch gegen ein solches Versäumnisurteil, wenn ich also nicht da gewesen sein sollte, vorgehen. Kostet ein bisschen Geld, ist richtig. Aber im Endeffekt könnte ich sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich konnte nicht, ich war zu spät und dergleichen, können wir das hier nochmal verhandeln. Sie wollen also Einspruch gegen das Versäumnisurteil einlegen. Ja, da gehe ich von aus, das Gericht würde das dann wahrscheinlich so zu Protokoll nehmen. Ich sag's immer wieder, man sieht das so, wenn man, das hast du mit Sicherheit, Niklas, auch schon mal erlebt, wenn man so auf seine eigene Verhandlung wartet. Ja, da gibt's ja dann durchaus noch einen anderen Termin, der da stattfindet. Und wenn dann eben ein Arbeitnehmerkläger da alleine sitzt, also da wird dann noch gefragt, wollen Sie denn auch noch eine Urlaubsabgeltung geltend machen? Sie haben doch vielleicht nicht all den Urlaub genommen, den Sie noch hätten bekommen können. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich nehme das dann mal zum Protokoll. Nicht? Also wenn dann noch Zahlungsansprüche bestehen, die helfen. Durchaus ein bisschen grenzwertig, ne? Aber sie machen es. Sie helfen. Und sie wollen damit einen roten Teppich rollen, so hin vors Arbeitsgericht. Denn der Kläger ist ja strukturell schwächer oftmals als der Arbeitgeber. Sollte man der Fairness halber von ausgehen. Die stellen auf diese Art eine, ich sag's mal so, ein Stück weit Waffengleichheit her, würde ich mal sagen. Ja. Und ich persönlich bin der Auffassung, selbst wenn ich einen Arbeitgeber vertrete, was heute eher nicht mehr so häufig der Fall ist, jedenfalls auch nicht bei Gericht. Ja. Also ich hätte dafür Verständnis. Das Thomas, muss ich Thomas, also ganz ehrlich sagen. Wie ist deine persönliche Erfahrung, dein persönlicher Eindruck? Es ist ja gar nicht so selten, dass ein Kläger, ein Arbeitnehmer typischerweise, sich selbst vertritt in erster Instanz. Ja. Werden diese Leute ohne anwaltliche Begleitung ernst genommen oder sind das irgendwelche Stiesel so aus richterlicher Sicht? Denn ist es ja schon, wenn wir von Waffengleichheit reden, ist es ja schon manchmal bedrückend anzusehen, wenn ein Gericht dann versucht, dem Kläger zu erläutern, was eine Abmahnung ist oder ein Urlaubsanspruch. Ja. Und auf der anderen Seite schmutzig grinsend der Anwalt aus München eingeflogen mit seiner Robe und lächelt da diabolisch vor sich hin. Ja. Waffengleichheit ist ein hehres Ziel. Ja. Kann man es empfehlen, jemals ohne Anwalt, sollte man vielleicht keinen Anwalt fragen, vor Gericht zu gehen? Natürlich nicht. Aber jetzt mal die ganze Geschichte etwas ernsthaft anzugehen oder nochmal ernsthaft anzugehen.
Im Zweifel, wenn ich keinen finde, wenn ich keinen habe, sollte ich sag's nochmal, bei einer Kündigungsschutzklage gucken, wer die 3-Wochen-Frist verpasst, wird wahrscheinlich dem Schicksal des Kündigungsschutzgesetzes anheimfallen, wo dann da steht, wenn ich nicht rechtzeitig gegen eine Kündigung vorgehe, ne, dann gilt die Kündigung von Anfang an als rechtswirksam. Also, auch ohne anwaltliche Begleitung zu klagen, ist immer noch besser als gar nicht zu klagen. Das ist jedenfalls meine Auffassung. Und du kannst dir doch auch noch einen Anwalt holen. Aus dem Anwaltszimmer vielleicht. Es gibt doch ein Anwaltszimmer. Theoretisch und praktisch möglich. Ja. Nur wird man wahrscheinlich da nicht gleich alle Bedingungen ausverhandeln können. Ich weiß ja nicht, ob die Kollegen da Stundensätze nehmen. Inwieweit die da überhaupt bereit sind. Aber grundsätzlich ist das rechtlich möglich. Kannst du einen vom Flur nehmen, wenn du möchtest. Absolut, ja. Und es ist gar nicht so selten. In Berlin gibt es ein Anwaltszimmer. Da dürfen wirklich nur Anwälte rein, ne? Und Anwältinnen. Ja. Und da stellt man manchmal den Mandanten oder die Mandantin vorher ab, um ein bisschen zu demonstrieren. Ich habe jetzt noch wichtige Termine, die ich hier kurz wahrnehmen muss. Auch worauf du eigentlich hinaus wolltest. Dann setze ich mich da rein und trinke einfach schönen Kaffee und komme dann nach diesem wichtigen Termin wieder zurück und sage, ich habe die Gegenseite fertig gemacht. So, jetzt können wir praktisch nur noch gewinnen. Prima, ne? So ein Anwaltszimmer gibt es, glaube ich, nicht überall. Das ist eine Sache der Rechtsanwaltskammer vor Ort. Ich habe letztens, also das war um letztens ein wenig näher zu spezifizieren, Anfang Dezember. Da bin ich also mit einem Kurs, wir hatten da eine Inhouse-Schulung, war sehr schön. Da sind wir dann zum Arbeitsgericht gegangen und siehe da, das Anwaltszimmer. Dann habe ich an meinen Kollegen Pasti aus Berlin erinnert, der das immer sehr hoch hält. Ich habe gesagt, das ist es. Das Anwaltszimmer war leer, weil an diesem Vormittag keine Verhandlungen stattfanden. Wir sind da also tatsächlich mal eben auf gut Glück hingegangen und haben dann aber zumindest mal eine kleine Führung durch das Gericht gemacht. Das kann man nämlich auch machen. Ach, das ist super, ja. Ja, ich finde das schön. Wobei, ich muss ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Also das Anwaltszimmer, die Teilnehmer stellen sich jetzt so vor, gepolsterte Türen und teure Teppiche und bodentiefe Fenster und alles im 38. Stock. Habe ich auch immer gehofft. Ja, nein, es sind, 12 Quadratmeter, 14 Quadratmeter. Also größer ist es wohl übersichtlich. Aber es gibt einen trinkbaren Kaffee, was in Berlin sonst nicht überall der Fall ist. Und in der Tat, also notfalls kann man klopfen und die hilfsbereiteren Anwälte, also du und ich, wir stürmen dann auch raus und übernehmen im Zweifel ein Mandat. Das ist nämlich das, was ich eben noch ansprechen wollte. Ne? Kann ich da einfach ins Anwaltszimmer gehen und einen Anwalt fragen? Die Antwort lautet nein. Da muss ich schon davor stehen und muss schon sagen, ist da jemand vielleicht bereit? Ja. Und dann kommst du natürlich sofort, ja klar, immer. Jawohl. Ja. Ne? 5 Minuten hast du. Robe unterm Arm. Ja. Ja. Und übrigens gibt es in manchen Anwaltszimmern auch Personal. So auch in Berlin. Es gibt Hab davon gehört, ich hatte in letzter Zeit weniger Gelegenheit, da Platz zu nehmen. Wenn ich mal so einen Krimi schreibe, ne, oder so einen Thriller oder so, ne, ich würde es nennen, das Anwaltszimmer. Ich finde, das ist schon Grisham-mäßig. Ich zucke zusammen, wenn du das Wort in den Mund nimmst in diesem Zusammenhang. Wir wollen aber jetzt nicht mit irgendwelchen Morden anfangen. Wir sind ja hier nicht in der Strafverteidigung. Okay, also ich verlasse das Anwaltszimmer, mir knurrt der Magen. Ja. Ich will nämlich was essen. Ich meine, ich habe zwar, wie du weißt, ambitionierte Ernährungsziele, ne, aber ich will mal eine kleine Diätpause ein. Ich will in die Kantine. Gibt doch eine schöne Kantine, sicher überall. Ich mag die in Berlin. Nein. Ich mag die mit dem direkten Durchgang ins Möbelhaus. Danach, da muss er immer lachen. Bitte, das musst du erläutern. Im Ernst, es ist wirklich wahr. Ich wehre mich nur immer dagegen, wenn da Mettbrötchen auch mit Butter bestrichen sind. Das kann ich nicht leiden. Aber nehm mal ganz ernst. Ja. Also das ist echt schon in Ordnung. Da hast du auch Platz. Und da sitzen dann auch Richterinnen, Richter, Anwältinnen, Anwälte. Da darf auch jeder rein. Ne? Auch der Kläger. Selbstverständlich darf auch der Kläger, der Beklagte, da rein. Wenn er nicht anwaltlich vertreten ist, da gibt es also meiner Kenntnis nach wie vor keine Eingangs- oder Einlasskontrolle. Nee, bist du einmal im Gericht, kannst du auch in die Kantine. Die Gerichte selbst sind jetzt nicht überragend gut. Du meinst jetzt die Speisen, die da angeboten werden, weil wir sprechen gerade über Gerichte und danach muss ich ganz die ehrlich Gerichte sagen, bei Gericht, ja. ein wenig, bin ein wenig durcheinander gekommen. Ich sag's mal so, also ich find's okay.
Also ich finde es wirklich okay. Ne? Also Thomas, mir geht's wie dir. Also ich finde die Speise nicht okay, aber es geht mir ansonsten wie dir. Das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so ein sozialer Mikrokosmos, die Kantine beigerecht. Ja, das ist richtig. Im Ruhrgebiet gibt es ja wohl diese Bütchen, ne, wo du so Trinkhallen. Ja, ne? Selbstverständlich. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber angeblich trinkt ja der Millionär da sein Bier neben dem Stadtstreicher. War schon immer meine Idealvorstellung. Ja. Und ein bisschen so ist es auch in der Kantine. Da treffen sich dann Richter und Anwaltschaft und Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Betriebsräte und SBVen und alle kaufen da ihr Snickers. Ja, das ist durchaus denkbar, ja. Muss man jetzt nur überlegen. Also, Herr Richter, kann ich Sie mal eben was fragen? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so probat wird. Vielleicht kann man das, kann man das nicht. Aber sind ganz normale Menschen im Grunde genommen. Man kann die ansprechen. Aber ich sag mal, ich brauche unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Zuhörerinnen und Zuhörern wohl nicht zu sagen. Höflichkeit ist immer ganz vorne und brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Aber naja, machst du normalerweise nicht. Ne? Jetzt gibt es in fast jedem Arbeitsgericht auch eine Art juristische Fachbibliothek. Manchmal ist die auch öffentlich unter irgendwelchen Bedingungen. Mhm. Schaust du manchmal da noch schnell in die NJW, um was vorzubereiten? Nein, ich habe das, was ich brauche, da, wo es sein soll, nämlich in meiner Kanzlei. Du gehst rein und raus. Sag ich dir knallhart, ich gehe rein und raus, das ist einfach so. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Hast du da die neue juristische Wochenschrift, die NJW? Selbstverständlich, ja. Sehr schön. Nicht immer gucke ich da rein. Ja. Ansonsten, so diese Fachzeitschriften im Arbeitsrecht sind nicht unwichtig. Auch der Betriebsrat sollte ja mindestens, meine ich, eine Zeitschrift beziehen. Ich würde ihm das in der Regel empfehlen. Ja. Die AEB, die Arbeit im Betrieb, wird oft empfohlen, weil anschaulich und auch nachvollziehbar, wenn du jetzt hier die NZA, die so unsere Wenigkeiten da in der Regel haben, zweimal im Monat. Ja. Schlecht lesbar, aber natürlich unverzichtbar. Da werden dann gerichtliche Entscheidungen über 10, 20 Seiten. Ich meine damit hier, knüppelhart, DIN A4, zwei Kolonnen. Da hast du eigentlich nach den ersten zwei Seiten, wenn du den Sachverhalt als Nicht-Jurist lesen und verstehen musst, im Regelfall schon keinen Bock mehr weiterzulesen. Ja. Aber wir müssen, wenn man eingängige Darstellungen sucht, die jetzt tatsächlich auch für den normalen, vernünftigen, intelligenten Menschen verständlich sein sollen, ich weiß es nicht. Niklas, ich empfehle immer, dass man vielleicht mal in eine anständige Buchhandlung geht, Universitätsbuchhandlungen. Ich will jetzt keine Werbung fürs Schweizer Sortiment machen, aber die sitzen halt doch schon in den größeren Städten Deutschlands allenthalben und guck doch einfach da rein und guck, ob es dir taugt. Das ist jedenfalls das, was ich dazu sagen würde. Es gibt Leute, die lesen das gerne, auch wenn sie nicht Juristen sind. Aber im Regelfall würde ich eine Darstellung nehmen. Arbeit im Betrieb, wie gesagt, wurde mir immer wieder auch gesagt. Ich habe sie selbst nicht abonniert, aber das würde man verstehen. Da kann man also sehr schnell erfahren, worum es überhaupt geht, worauf man da zu achten hat. Und das finde ich immer ganz gut. Dass so, unsere schöne Profi-Software, bitte ist kein Geheimnis, die Anwälte arbeiten mit Back Online oder mit Juris. Ja. Das ist, sagt die Rechtsprechung, wohl zu teuer für den Betriebsrat im Regelfall. Das habe ich auch schon gehört. Mhm. Ja, also, schade eigentlich. Der von uns verehrte und geschätzte Back Verlag lässt sich natürlich dann das hohe Niveau auch angemessen bezahlen. Ja. Ich möchte das jedenfalls tatsächlich so bewerten. Aber ganz ehrlich, da sagen die Gerichte auch, das muss ein Betriebsrat nicht unbedingt haben. Also ich hatte mal auf Arbeitgeberseite da ein Dauermandat vor Jahren noch, jetzt nicht mehr. Liegt sicherlich irgendwo auch an meiner Tätigkeit, die eher so im Reich der Betriebsräte stattfindet. Aber da fragte halt der Vorsitzende eines dreiköpfigen Gremiums nach einem Kommentar zur Unternehmensmitbestimmung. Hoppla, so, das gehört ja so zu deinen Lieblingsthemen. Ne? Sehr schön. Naja, aber sag mal, bei einem dreiköpfigen Gremium ist der Betrieb jetzt nicht so groß, dass wir hier Mitglieder aus der Arbeitnehmerschaft in den Aufsichtsrat, entsenden. Und vor dem Hintergrund war das natürlich völlig übertrieben. Das musste man dann natürlich stantepede höflichst ablehnen. Das sind natürlich Dinge, die sind abwegig. Aber du sprichst ja gerade die Periodika an. Es gibt eben auch, ich sag's mal, Abos, die einfach zu kostspielig sind. Und die Wirtschaftlichkeit spielt ja, 40 Betriebsverfassungsgesetz, die spielt ja durchaus eine Rolle. Und da kann ich also nicht nehmen, was ich will.
Also Thomas, wie ist das? Du wirkst ja hier so richtig jugendlich. Ne? Ach, das sagt er so. Trotz deiner breiten irgendwie beruflichen Erfahrung, du bist eigentlich der Jungspund von uns beiden. Ja, ne? Klar. Was, wenn jetzt so ein Methusalem so unter deinen Teilnehmern ist und wenn er sowas sagt wie, Thomas, das war ein schönes Seminar hier, jetzt haben wir auch noch das Arbeitsgericht besucht. Ich habe mir die Richterschaft jetzt auch angeschaut in der Kantine und also ins Anwaltszimmer durfte ich ja nicht rein. Dürfen die Richter übrigens auch nicht. Weißt du, was ich will? Es muss da noch unbedingt für mein Bibelschoß, Alter. Ich will nochmal Richter werden. Ja. Jetzt nicht hier Jurastudie, was du da gemacht hast. Ne? So Ehrenamtlicher. Da habe ich immer wieder Teilnehmer in Kursen. Ja. Die fragen mich dann, wenn du Mitglied in der Gewerkschaft bist, kannst du dich von denen auf die Liste setzen lassen. Ich habe schon mehrere gehabt im letzten Jahr, ne? Die sagten, prima, bei mir hat es geklappt. Jetzt stelle ich mir natürlich den Arbeitgeber vor, wie der sich freut, dass Betriebsratsmitglied B seit 2 Amtszeiten am Start, besucht regelmäßig Schulungen, macht mir hier die Hölle heiß. Und jetzt ist der auch noch ehrenamtlicher Richter. Und zwar genau bei dem Arbeitsgericht, was für unseren Betrieb zuständig ist. Was ja toll ist, denn wenn der Betriebsrat da mal gegen den Arbeitgeber vorgehen müsste. Ja, Moment, da sitzt aber dann nicht das Betriebsratsmitglied hinter der Richtertheke, ne? Um das mal ganz klar und etwas despektiv. Aber auch als, als Antragsteller oder so gibt es natürlich was her, wenn wir die Person kennen. Du, ich sag ganz ehrlich. Weil es ein Richterkollege ist. Die Leute wissen, wie es läuft. Ja. Das heißt also, wenn du die Abläufe im Arbeitsgericht kennst, das tust du, wenn du ehrenamtlicher Richter bist. Und meiner Erfahrung nach, ich bin also auch mit ein paar Richterinnen und Richtern befreundet, die gehen da also wirklich handzahm und mehr als wohlwollend locker mit den Leuten um. Das ist also ein sehr kollegiales Verhältnis. Ja, da, ne? Und das ist vor allem ein super Ehrenamt. Ne? Ich finde es fantastisch. Ja. Auch was wir so in den Schulungen machen, das ist alles toll, aber das sind immer Simulationen der Wirklichkeit. Der Richter entscheidet sozusagen ein bisschen mit über die Wirklichkeit. Jeder hat eine Stimme. Ja. Ne? Dass dann die ehrenamtlichen Richter, einer von Arbeitgeberseite, einer von Arbeitnehmerseite. Die können sich doch auch zusammenrotten, ne? Und den Berufsrichter die sogar überstimmen. Sich zusammenrotten. Nur wenn einer von Arbeitgeberseite aus dem Verband, der andere aus der Gewerkschaft kommt, werden die sich wahrscheinlich nicht zusammenrotten. Die werden nämlich gegenläufige Interessen vertreten. Das ist ja dadurch gewährleistet. Aber Niklas, guck mal, jetzt haben wir gerade die ehrenamtlichen Richter angesprochen. Jetzt sagen wir doch einfach mal, ne, im Gütetermin sitzt der vorsitzende Richter allein da als Einzelrichter, versucht eine Einigung herzustellen, wenn 4 Monate später der Kammertermin stattfindet, weil man sich nicht verständigen konnte, dann sitzt da die Kammer. Ja. Und die Kammer besteht aus 3 Richterinnen und Richtern. Nämlich das ist der schlecht gelaunte Berufsrichter, der sitzt in der Mitte. Ne? Der trägt auch Robe. Ich kenne viele, die sind oft sehr gut gelaunt. Ja. Aber dann ist links und rechts davon jeweils der ehrenamtliche Richter. Man könnte auch sagen, der Beisitzer. Die Anwälte, die sagen ein bisschen despektierlich, die Beischläfer. Alter. Weil nämlich diese ehrenamtlichen Richter nicht immer wirklich sehr viel sagen oder fragen, obwohl sie das tun können. Liebe Leute, lasst euch hier von Herrn Pasti nicht irreführen, wenn der mir hier solche Begriffe in den Mund legen will. Das hat er gerade eben mal rausgelassen. Finde ich immer ganz amüsant. Aber wie spreche ich denn eigentlich den ehrenamtlichen Richter an? Ja, sage ich da auch, Herr Vorsitzender? Ist er kein Vorsitzender? Nee, Herr Richter, Frau Richterin, Herr Richter. Und bitte, diese Richter sind aus anwaltlicher Sicht, das wollen wir nicht unerwähnt lassen, durchaus wichtig. Denn die haben eine Stimme, wie du gesagt hast. Oh, ne? Ja, also ich sehe das immer so, die gucken immer ganz wohlwollend. Ja. Wenn dann aber faustdick hinter den Ohren, und wenn wir aber zu einer Beweisaufnahme kommen und dann fängt dann, ich habe das mal erlebt, die Arbeitnehmerseite, die nach meinem Dafürhalten einen glatten Arbeitszeitbetrug begangen hat, an zu lavieren, rumzulavieren. Ja, ich weiß nicht, ich habe dann da gesessen, hören Sie mal, wenn Sie hier 13 Überstunden geltend gemacht haben, die Sie als Betriebsrätin da gemacht haben wollen, dann müssen Sie aber schon mal irgendwo wirklich wenigstens mal andeuten können, was Sie dann oder dann gemacht haben, wenigstens Stichwort drauf, weißt du. Ne? Ich sag mal so. Die Mienen der ehrenamtlichen Richter verfinsterten sich schlagartig. Da ist das Wohlwollen dann nicht mehr so groß ausgeprägt. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die das Zünglein an der Waage auch ausmachen können in diesem Zusammenhang. Ne? Da würde ich also schon gucken, man muss da tatsächlich sehen, Richterinnen und Richter, na klar, da sitzen 3, da sitzt nicht nur einer, auch wenn einer der Berufsrichter ist oder die Berufsrichterin, da hast du vollkommen recht. Das sollte man also dann tatsächlich
tatsächlich, naja, ich sag mal, einheitlich betrachten. Noch eine Kleinigkeit, was ich ganz interessant finde, Niklas. Und zwar, ich bin ja, wie du vielleicht auch, doch in dem ein oder anderen Bundesland unterwegs. Wir haben da ja keine Beschränkungen mehr, was also dahingehend Kanzleisitze oder so angeht. Ne? Das war ja vor ein paar Jahrzehnten so, als ich angefangen habe, war das so. Ne? Ja. Insofern ist es wirklich so, dass bisweilen der Kläger rechts sitzt und bisweilen der Kläger links. Da muss man also wirklich gucken. Im Rheinland, in Rheinland-Pfalz sitzt der Kläger rechts, in Berlin sitzt der Kläger links, in München sitzt der Kläger links. Übrigens, Erklärung dafür gibt es nicht, nee, die gibt's historisch nicht. Gewachsen. Das ist vollkommen richtig. Ja. Im Strafprozess kann man das ein bisschen leichter machen, weil der Staatsanwalt steht im Licht. Im Armfenster. Ja. Genau so ist das. Ja. Na, und noch eine Besonderheit, wenn wir hier beim Thema sind. Ich habe gerade mit einer wunderbaren Hamburger Kollegin gesprochen. Ja. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, was ich zwar schon erlebt habe, aber was ich mir nie so richtig bewusst gemacht habe, dass die ehrenamtlichen Richter in Hamburg und nur dort Robe tragen. Ja, das gibt es sonst nirgends, glaube ich. Also was fällt dem Kollegen Pasti wieder ein, hier noch reinzuschießen. Ja, ich habe es auch schon gesehen. Ja. Der Hanseat ist halt sehr formell, sehr genau. Und das ist einfach ein super Amt, du wirst so auf der Cocktailparty gefragt, so, Thomas, was machen Sie so beruflich, wenn du dich da so über das Buffet hermachst? Mhm. Und du kannst dann sowas sagen wie, nichts Wichtiges für Richter. Komm, denn ich bin ein echter Richter. Was ich wirklich wichtig finde, Niklas, wirklich wichtig finde, also die Fachkompetenz, die ist exorbitant bei einigen. Mhm. Also das habe ich schon festgestellt. Ich sage nochmal, die wissen, wie es läuft. Und im Übrigen ist das natürlich dann an der Stelle schon, häufig so, allein aus Erfahrung, weil man den einen oder anderen Termin hat. Man weiß, wie die Dinge da ablaufen, man weiß, wie die Leute da miteinander reden und man kennt irgendwo bei ein, zwei Punkten oder zu ein, zwei Punkten auch die Rechtsauffassung, die da am Gericht vertreten wird. Habe ich gehabt in der vorvergangenen Woche eine BEM-Schulung gemacht und zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Kann ich nur dringend empfehlen, wenn der Kollege Pastidi gibt. Ich muss jetzt auch mal von einer Schwäche hier berichten. Habe ich also da was vorgetragen und das erschien mir sehr plausibel und überzeugend, eigentlich zwingend, Und dann meldet sich ein Teilnehmer, der war halt ehrenamtlicher Richter, und der meinte schöner Vortrag und so, aber stimmt es denn nicht, dass das BAG im Jahr 1982 Folgendes entschieden hat? Da, und daran erkennst du auch den Richter. Da freuen wir uns immer über diese Korrekturen. Im Ernst, das ist vollkommen richtig. Mitunter wird aber dann auch mal klargestellt, das ist bei uns so. Ob das jetzt überall sonst so ist, wissen wir jetzt natürlich nicht. Ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe beim Arbeitsgericht Berlin doch tatsächlich vor Jahren mal angerufen. War also tatsächlich schon ein bisschen, komplex, wie man so schön sagt. Ich würde gerne mal Akteneinsicht nehmen. Ja, also wirklich so auf Papier hier, nichts elektronisch. Das gab es ja da alles noch in der Form. Ne? Und vor dem Hintergrund habe ich dann auch gefragt, können Sie mir die Akte schicken oder muss ich jetzt vorbeikommen? Da sagte mir die Justizangestellte, höchst freundlich, meine ich jetzt genauso, wie ich das sage, ach, Herr Rechtsanwalt, Sie wissen doch, wir haben so viele Richterinnen und Richter, die haben alle eine andere Meinung. Da habe ich gesagt, Sie wollen also, dass ich komme, machen Sie das mal lieber. Das ist natürlich Rechtsklarheit, Rechtssicherheit par excellence, nein, im Ernst. Ne? Einzelfallgerechtigkeit in unserem schönen Fachbereich, das muss man immer sehen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken und Malen und in Schemata vorgehen, das funktioniert bei uns nicht so. Und es ist bitte nicht nur Berlin, wo manchmal so anarchische Zustände irgendwie herrschen. Ich habe jetzt in Dresden zum Beispiel erlebt, dass ich mit einer Besuchergruppe das Gericht besuchen wollte. Ja. Und da meldet man sich ja höflicherweise an. Das ist wirklich nur eine Höflichkeit. Sollte man tun, nicht wenn man mit einer Gruppe kommt, sollte man das machen. Dann höre ich einfach so, das machen Sie bitte nicht heute, weil erstens, wir haben nichts Interessantes, was heute verhandelt wird. Das ist schön, wenn man das vorher weiß, ohne das zu tun. Und zweitens, wir lassen das gar nicht zu. Ne? Okay. Und ich meine, so Kinder, wisst ihr, das ist rechtswidrig. Ja. Du hast es erwähnt und es ist auch wichtig. Ja. Wir haben hier keine geheime Kabinettsjustiz. Es gibt keine nicht öffentliche Verhandlung. Ich kann da einfach reinlaufen. Arbeitsgericht. Wenn da Platz ist, müssen die mich reinlassen. Ja, sicher. Selbstverständlich. Thomas, das hat mir jetzt so viel Spaß gemacht. Weißt du was? Ich wollte eigentlich ins Kino gehen. Ich mache das nicht. Ich gehe heute noch ins Arbeitsgericht. Aber da
Jetzt also, findet da nichts mehr statt, ne? Herr Pasti, ich bin begeistert. Ich habe nämlich noch einen Punkt. Und zwar, ich könnte doch auch mal die Frage bekommen, hör mal, wie ist das denn, wenn ich beim Arbeitsgericht anrufe? Mhm. Ja, so wenn ich nachmittags dann zurück bin von der Arbeit, so 16 Uhr, da kann ich doch mal, ja, kann man gerne versuchen. Aber in der Verwaltung wird man in der Regel ab 15:30 Uhr niemanden mehr antreffen, respektive da an den Hörer kriegen. Mhm. Ich würde dringend empfehlen, ne? Also bis 15.30 Uhr da angerufen zu haben, wenn man vielleicht auch eine Terminsverschiebung haben will, weil man irgendwo verhindert ist, kann ja sein, hoffentlich nichts Schlimmes. Ne? Ja. Also das, der Punkt und die Rechtsantragstelle, die wir ja schon mal angesprochen haben. Ne? Ja. Wenn ich selber also nicht anwaltlich da vertreten, nicht, wenn ich da hingehe und eine Klage erheben will oder zu Protokoll erklären möchte, dass es dann tatsächlich so ist, normalerweise sind die immer sehr früh am Start. Mhm. Das heißt also, gegen Mittag werden die wohl nicht mehr da sein. Ich wollte es einfach mal sagen, ist jedenfalls meine Erfahrung. Thomas, warum ist das eigentlich so? Der Richter, ne? Lass uns darüber noch reden. Ja. Das ist ja, ist ja ein ganz cooler Beruf, ne? Du hast eine tolle Kanzlei und so, du sitzt da immer in der Kanzlei. Mhm. Der Richter, der könnte sogar in seinem Wintergarten sitzen und sein Urteil da schreiben oder seinen Beschluss. Ne? Das unfassbar. Oder niemand weiß das in Deutschland, aber so ist es. Ja. Der hat gar keine Präsenz oder. Nee. Und wenn du das vereinbarst, ne? Herr Rechtsanwalt, können wir darüber nochmal sprechen. Ich spreche da auch mit der Kollegin nochmal von der anderen Seite. Rufen Sie mich doch morgen mal zwischen 18 und 19 Uhr im Arbeitsgericht an. Das kann schon sein. Ich habe ja eben von den Justizangestellten gesprochen, ne? Die dann eben ab 15.30 Uhr in der Regel, wir müssen ja auch die Arbeitszeiten beachten, frei haben, aber Richterinnen und Richter teilen sich ihre Zeit frei ein. Unglaublich, oder? Ja, natürlich. Ich meine, vielleicht auch tradiert und wichtig sind ja Beamte, aber wärst du kein Anwalt, ne? Ich meine, du lebst für deinen Beruf, du liebst deinen Beruf, du brennst dafür, aber wärst du dann gerne Richter? Ich habe mir das schon mal überlegt, vielleicht wirklich nochmal, letztens noch ein Vorsitzende vom Landesarbeitsgericht in Berlin kennengelernt, ich war früher auch mal Anwalt. Mhm. Das wäre durchaus denkbar. Ja. Ne? Also kann man. Es gibt sogar ehemalige Staatsanwälte, die Strafverteidiger werden. Du hast ja auch Strafrecht gemacht und machst es noch. Ich hätte fast gesagt, überwiegende Anzahl derer, die ich kenne. Mhm. Also ja, es ist tatsächlich so. Ne? Ja. Umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger, aber der Weg vom ich sag's mal, Staatsanwalt zum Strafverteidiger, der kann bisweilen ein sehr kurzer sein, das ist richtig. Ja. Thomas, wir müssen jetzt aufhören, sonst werden die Teilnehmer Arbeitsrecht Teil 3 einfach nicht mehr buchen. Ich fürchte. Ich sag's mal ganz ehrlich, jetzt wollen wir es nicht übertreiben, aber ich würde es nachhaltig empfehlen, ich würde es allen wärmstens ans Herz legen, weil ich weiß aus Erfahrung, wie groß die Freude ist, wenn man zum Arbeitsgericht geht, also das ist in der Regel schon ein Highlight und also ich freue mich aufs nächste Mal. Thomas, du bist mein liebster Podcast-Kollege. Ich sage das immer, bei dir meine ich es. Ne? Bei dir meine ich es. Ja, natürlich. Aber selbstverständlich, das Kompliment kann ich nur zurückgeben.